Gestern Abend habe ich ein ganz, ganz tolles Video von einem Dr. Israel gesehen. Der ist oder war Mitarbeiter des IFO-Instituts und ist gerade in Frankreich, in Angers, und hat sich dort mit der Inflation, der versteckten Inflation und den Auswirkungen der Inflation auf das Vermögen der Menschen beschäftigt, hat auch dort wissenschaftliche Veröffentlichungen geschrieben und hat nun einen Vortrag gehalten, der jetzt nicht so formelstrotzend ist, wie das, was ich vor einem Jahr oder so über Inflation hier mal oder schon 2 Jahre her gedreht habe, gebe ich Ihnen unten Beschreibung in die Shownotes, sondern er hat das sehr menschenverständlich gemacht und ich möchte nun diesen einstündigen Vortrag nun auf die wichtigsten Punkte an dieser Stelle aus meiner persönlichen Sicht, so wie ich sie verstanden habe, zusammenfassen. Bleiben Sie dran. Guten Abend und herzlich willkommen im Unternehmerblog, kurz Unterblog genannt. Begleiten Sie mich auf meinem Lebensweg und lernen Sie die Geheimnisse der Gesellschaft und Wirtschaft kennen, die von Politik und Medien gerne verschwiegen werden. Und heute kommen wir zu dem Vortrag vom Dr. Israel. Und da gebe ich Ihnen selbstverständlich den Link auf das Video hier unten in der Beschreibung unter dem Video bekannt, dass Sie das dann anschauen können. Ist eine Stunde lang, hat seine Längen, aber hat auch seine Tiefen. Und das ist das Gute daran. Und ich möchte nun davon das, was ich so verstanden habe, Ihnen weitergeben. Hoffe, ich werde ein bisschen kürzer, weil ich natürlich, ein bisschen in die Wirtschaftlichkeit oder in die Wirtschaft hinein weiter die Sache tragen möchte. So, worum geht's? Es geht darum, dass wir eine Inflation haben, die wir über einen homogenisierten Verbraucherpreisindex versuchen abzubilden. Da hocken schlaue oder weniger schlaue Leute zusammen und bestimmen die Inflation, die wir haben. Und über die letzten Jahre kommen wir irgendwo so auf Inflation von im Schnitt 1,5%. So, das ist das, was wir gesagt bekommen. Und dann ist die EZB aber so weit gegangen und hat dann gefragt, was die Leute denn so empfinden. Und da empfinden die Inflationen, die locker 5-mal so hoch sind. Ja, gibt es auch hier öfter, das stimmt ja alles gar nicht mit der Inflation, ja viel, viel höher und. Warum? So, ich persönlich merke, dass ich ein Leben führe, wo die Inflation mich nicht so trifft, weil ich ein sehr stark technisch orientiertes Leben führe und die technische Inflation, die technische Deflation ist halt sehr, sehr stark, das heißt, technische Güter werden billiger und damit habe ich Vorteile. Und ich esse jetzt nicht so viel und esse keine vorgefertigte Nahrung und so weiter, dass mich hier auf dieser Seite das nicht so stark treffen würde. Natürlich gibt es die massiven Schwankungen von Gemüse und Obst über die Jahreszeiten, das spürt man, aber ich komme an der Stelle hin, ohne dass ich das sonderlich merken würde. Liegt auch daran, dass ich wohlhabender bin. Das kommt am Ende ein ganz, ganz klares Zeichen, dass für die Ärmeren in der Gesellschaft oder die nicht so Wohlhabenden in der Gesellschaft, seien wir vorsichtig, die Inflation viel, viel härter ist als für die da oben. Ne? So. Er beginnt seinen Vortrag damit, dass er die EZB-Zentralbankmenge zeigt, und zwar von einem Index von 100 ausgesehen, damit man hier einen normierten Verlauf hat und zeigt, wie diese Zentralbankmenge nach oben steigt. Allerdings sind die Zahlen, glaube ich, nur bis 2019. Die letzten Explosionen der Zentralbankmenge, Geldmenge, sind also da noch nicht dabei. Und wir dürften mittlerweile die Zentralbankmenge seit 1999, wo die EZB, glaube ich, so gegründet wurde, die wurde vor der Euro-Einführung natürlich schon gegründet und vorher, seit 1995, gab es schon eine Phase mit dem rechterischen Euro und so. Von da ab ist es schon um Faktor 7, 8 oder jetzt wahrscheinlich schon Faktor 10 oder 12 schon in der Menge gestiegen. Diese Zentralbankgeldmenge ist jetzt nicht sofort inflationstreibend, weil das im Prinzip die Gelder sind, mit denen das Bankensystem untereinander sich bezahlt. Und da habe ich ein sehr, sehr ausführliches Video über das Zentralbankgeld und wie das mit dem Fiatgeld in unserer Welt verbunden ist, gedreht. Gebe ich Ihnen auch in den Shownotes. Da zeichne ich Kästchen, die sind vom George German abgeschaut und nicht ganz so wie er, aber ich habe es an ihn angehängt, wo man erkennen kann, dass diese Zentralbankgeldmengen mit der realen Wirtschaft, wie wir sie zu tun haben, in erster Näherung nichts
zu tun hat. Dass also diese Zentralbank, die haben da ihre eigenen Sphären, indem sie ihre Billionen drucken und gut. Warum machen sie das? Nun, um sich gegenseitig die Banken zu retten. Weil ohne dieses Zentralbankgeld wären einige Banken schon längst pleite und würden mit den anderen gar nicht mehr Geld ertauschen können oder Überweisungen im Interbankensystem tätigen können, weil man dafür Zentralbankgeld braucht. Jetzt können die alle möglichen unsinnigen und unwerthaltigen Anleihen bei der Zentralbank einreichen, kriegen 100% das Geld, Zentralbankgeld dafür raus und können dann damit mit anderen Banken wieder Geschäfte machen. Und, weil es so schön war, nochmal kaufen. Und das, was momentan an Zentralbankgeld gedruckt wird in hyperbolischen Mengen, das geht also so aufwärts, ist etwa genau die Größe, die die Staaten in der Eurozone an Schulden aufnehmen. Also hier ist 1:1 Finanzierung und bei der normalen Wirtschaft kommt da an der Stelle noch nicht so wirklich viel an. Wobei in diesen extremen Steilheiten kann man kaum sagen, wo was wohin läuft. Sicher ist, dass es in die Schulden der Staaten hineinläuft. Das ist das, was man die Zentralbankgeldmenge M0 bezeichnet. Und dann hat Dr. Israel die Geldmenge M1, das ist also unser Sichteinlagen, Bankguthaben und so weiter, nicht verwechseln mit dem Bargeld. Bargeld gehört zum Zentralbankgeld, Sonderstellung, sondern M1 ist also das, was Sie auf Ihren Konten sehen, was Sie überweisen, was Sie von den Firmen als Gehalt bekommen. Das ist das M1, aber auch die kurzfristigen Spareinlagen bis zu, weiß ich nicht, Definition, ein Jahr waren es oder zwei Jahre, ein Jahr glaube ich. Dann geht es in M2, M3, immer weiter. So, aber diese Zentralbankmenge M1 steigt jetzt nicht hyperbolisch, sondern die steigt so ganz leicht exponentiell und hängt der Zentralbankgeldmenge hinterher. Da hat es nur eine Steigerung vom Faktor, ich sag mal 4 oder so, oder waren es 3,5, irgendwo da in dieser Gegend war es. Das ist also das Fiat-Geld, was in unserem Geldsystem von den Banken ausgegeben wird, von den Geschäftsbanken ausgegeben wird, dass das noch nicht so explodiert ist. Aber es zeigt eine abschnittsweise verschärfende Tendenz und vor allem seit 2015, seitdem vollständig gerettet wird, geht auch die M1-Geldmenge nach oben. Das zeigt hier oder verstärkt nach oben. Es ging immer nach oben, aber jetzt ist die Steigung angestiegen, es geht stärker nach oben. Ich versuche mal, ob ich hier offizielle Bilder davon bekomme, dann tue ich Ihnen die damit rein, damit Sie das sehen können. So, und dann schauen wir uns auf der anderen Seite an, was haben wir denn für Inflation, diese 1,5%. Ne? Und da sehen wir, die Inflation hat sich im gleichen Zeitraum sehr, sehr müde entwickelt und das haben wir, Inflation ist jetzt falsch ausgedrückt, der homogenisierte Verbraucherpreisindex, der also offiziell erhoben wird, der auch hin und wieder mal geändert wird, der auch angepasst wird, der im Verbraucherverhalten angepasst wird, der hat nur so eine Steigerung von 40-50% über diese 22 Jahre gezeigt und damit alles gut. Ne? Schauen wir uns dazu dann das Wirtschaftswachstum an, dann ist da auch nicht viel passiert. Das kleckert da im ähnlichen Bereich umeinander, dass wir also jetzt hier zwei flache Kurven haben vom Wirtschaftswachstum, von der Inflation, dann aber die Geldmenge hochgeht und dann die Zentralbankgeldmenge explodiert. So, also irgendwo ist da was faul im Staat Israel, ne? Nein, Dänemark, Hamlet. So, da fragt man sich jetzt, wo kommt's her? Und da geht nun Dr. Israel hin und schaut sich die verschiedenen Bereiche der Wirtschaft an, wo denn Inflation auftritt, wo wir sie schon sehen können. Und ganz offiziell, das pfeifen die Spatzen von den Dächern, das wissen Sie alle, sehen wir einmal eine Asset Price Inflation, wie es so schön heißt. Das heißt, die Aktienkurse gehen nach oben und zwar heftig, schon längere Jahre. Und das Zweite ist die Immobilienblase, die da sich gerade aufbläst. Und das merkt man also an steigenden Immobilienpreisen und das merkt man an steigenden Mieten, weil einfach, wenn das alles so teuer wird, können die Leute nicht mehr bauen. Damit kommt es zur Knappheit und damit steigen die Mieten. Das ist Markt, ne? Und die Mietpreisbremse, die man in Berlin versucht hat, sozialistisch-kommunistisch einzuführen, wurde vom Verfassungsgericht also kassiert, dass da also die Preise sie werden auch so gestiegen. Wenn man also, ich habe mal über Mietpreisbremsen auch ein Video gedreht, schon ein bisschen älter, Hand von San Francisco. San Francisco hat schon in paar 70 die Mietpreisbremse eingeführt. New York City hat es auch gehabt. Und da gibt es auch noch Wohnungen, die unter Mietpreisbindung liegen. Und in San Francisco waren die Mietpreisbremse und die Preise gingen aber immer weiter hoch.
Also da findet man genügend Schlupflöcher, dass das halt dann trotzdem wächst. Also A, hätte die Mietpreisbremse in Berlin nichts geholfen und B, wurde sie jetzt kassiert. Also da zeigt sich die Inflation dann an dieser Stelle doch sehr deutlich. Was neu ist, wir von whisky.de, dem Versender hochwertigen Whiskys an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich, wir haben die Krise dazu genutzt und haben unsere Heizung ausgetauscht. Nein, das war jetzt ein Späßle zum Herrn Habeck. Der hat ja gesagt, die Hoteliers, die jetzt alle Not leiden und vor der Pleite stehen, die sollen die Zeit der Pandemie nutzen, um ihre Heizung auszutauschen gegen was Ökologischeres. Wir haben schon längst kompensiertes Gas, mit dem wir in der Firma heizen. Nein, wir haben die Zeit dazu genutzt, weitere Büroräume auszubauen, weil wir ja an dieser Stelle ein Krisengewinnler sind und Mitarbeiter einstellen und gerade wieder offene Stellen haben. Auf unserer Webseite whisky.de kann man sie sehen. Und da haben wir also jetzt weiter ausgebaut und zwar mit Trockenbau. Und auf einmal schaut man sich das an, da haben sich die Preise für Gipsplatten haben sich mehr als verdoppelt. Oh, warum? Gibt es da einen Grund für? Aus der Holzindustrie kenne ich das. Die Preise am Holz gehen auch gerade steil, ziemlich durch die Decke, heftig. Und mit dem Bauunternehmer bei uns im Landkreis habe ich mich unterhalten. Und der hat gesagt, also er glaubt, dass bis zum Herbst die Bauten eingestellt werden müssen, weil es keine Baumaterialien mehr gibt. Heftige Aussage. Die Preise gehen, wie gesagt, sehr, sehr stark nach oben. Die Firmen können kaum bindende Angebote verfassen, weil sie nicht wissen, wenn dann der Zuschlag in 8 Wochen oder so kommt, wie dann die Preise für diese Baumaterialien sich überhaupt noch bewegen. Und früher war das so, haben wir beim ersten Mal, als wir gebaut haben, die Halle für whisky.de, da hatten wir beim Kupfer hatten wir noch einen Zuschlag. Da gab es also einen permanenten Kupfer, also gab es Preise für Kupferkabel und so. Und dann gab es einen Kupferzuschlag. Und da zahlte man dann für 100 Meter irgendwie 8 Euro extra oder sowas. Und da wurde also der Kupferpreis, der sich heftig bewegt, auch in letzten, seit der Krise im Februar, März 2020 hat der Kupferpreis sich also extrem nach oben bewegt. Das kennt nur eine Linie, gerade nach oben. Ne? Und da sieht man, wie diese Preise im Bausektor in Bewegung sind und wie sie ja tatsächlich jetzt von der Asset Price Inflation, dass einfach Immobilien teurer werden, sich dann unten die Bauunternehmer und die Hersteller von den Baustoffen sagen, also warum soll nur der Bauträger verdienen, warum soll nur der Makler verdienen, warum soll ich nicht verdienen? Ne? Und dann wop, geht es damit hoch. Da das Angebot sowieso knapp ist, weil der Boom läuft. Ja, aus der Holzindustrie, wie gesagt, habe ich einen kleinen Einblick. Bei uns ist der Staat, kommen wir gleich dann zum Staat, was der für Fehler macht, ist der Staat so schwach und auf Deutsch gesagt bläht, dass er es nicht mehr schafft, seine Wälder ordentlich zu bewirtschaften. Und das Holz kommt aus den baltischen Staaten und aus Russland zu uns. Und das wird bei uns dann in unseren deutschen Sägewerken, die noch übrig geblieben sind, so viele sind es nicht, werden dann bei uns geschnitten. Und mittlerweile geht es mehr und mehr dazu, dass die Schiffe halt nicht mehr in Hamburg oder Bremen Halt machen, sondern dass die Schiffe weiterfahren nach USA und Kanada. Wow, warum haben die jetzt, die haben doch so viel Holz, warum schlagen die nicht ein? Nun, die haben dieselben Problematiken wie wir. Das billige Holz aus anderen Ländern schlägt's. Ja, und dann kommen wir jetzt an dieser Stelle zu den Fragen, wo wird die Inflation nicht richtig gemessen? Nun, wir haben also auf der einen Seite die Aktien und die Immobilien, die wir jetzt ordentlich abgefrühstückt haben. Aber auch beim Verbraucherpreisindex haben wir ja eine unterschiedliche Wahrnehmung der Bürger durch die Befragung der EZB und den offiziell verlautbarten harmonisierten Verbraucherpreisindex. Und diese Differenz kommt durch mehrere Faktoren zustande. Nämlich auf der einen Seite, dass der Warenkorb zu den Bürgern nicht passt. Und dann eine sogenannte, ja, eine technische Verbesserung wird damit fließt damit ein, dass also praktisch, wenn Computer stärker und besser werden, dann sagt man, so viel Computer braucht er ja nicht, weil der ja eine konstante Rechenleistung braucht, der Bürger. Also werten wir das ab. Das heißt, er kann jetzt einen Computer nur mal kleiner nehmen. Tatsächlich tendiert der Mensch aber dazu, weiter oben dann doch weiterhin zu kaufen und damit dann eine erhöhte
Inflation auf sich zukommen hat, nach dem Motto, du könntest ja mit der, die PlayStation 4 ist billiger geworden, seit die PlayStation 5 rausgekommen ist. Du kannst ja weiterhin PlayStation 4 kaufen, ist billiger geworden, aber nein, die Leute kaufen PlayStation 5. Genauso sind solche Sachen, wenn Dinge nicht mehr so haltbar sind. Wenn also jetzt Metalle in irgendwelchen Haushaltsgeräten durch Kunststoffe ersetzt werden und schneller kaputt gehen. Eine Waschmaschine hielt früher 30 Jahre, heute hält sie 10 oder 12. An diesen Stellen wird das gerne übersehen und die Menschen tendieren dann mehr zu haltbaren Gütern, die etwas teurer sind. Also auch da wieder eine Tendenz zu teuren Dingen, die in diesen Verbraucherpreisindizes nicht enthalten sind. Da gibt es also mehrere kleine Dinge und er kommt dazu und sagt, diese Dinge sind nicht mehr so ganz richtig und wir haben da an der Stelle 1% mehr. Das heißt nicht 1,5%, sondern 2,5%. Da sind wir noch relativ weit weg von den gefühlten 7% oder so, was die Leute haben, 7-10%, sind wir noch weit von weg. Wo ist denn noch der Wurm drin? Nun, und an einer Stelle ist der Wurm drin, und zwar beim Staat. Und zwar werden die Leistungen, die der Staat erbringt, durch die Hyperbürokratisierung immer teurer. Das heißt, der Staat muss immer mehr Geld aufwenden, um die identische Leistung zu bringen, die er noch vor ein paar Jahren gebracht hat, durch seine Hyperbürokratisierung. Wir sehen ja, für alles Mögliche wird ein neues Amt aufgemacht, für alle möglichen Überwachungen werden neue Stellen eingerichtet, neue Referate eingerichtet, die alten werden nicht abgeschaltet und weggenommen. Jetzt hat man eine Riesenmenge an Betriebsärzten, an Hausärzten, die impfen könnten, aber man baut neue Impfzentren auf. Alles das treibt die Preise, weil hier nichts Produktives hinzukommt, sondern Bestehendes einfach teurer wird und ineffektiver wird. Und hier haben wir also eine staatliche Inflation, die der Bürger so an dieser Stelle nicht sieht. Gleichzeitig können wir sehen, wie die Steuereinnahmen des Staates in immer größere Höhen explodieren. Jedes Jahr neue Rekorde, vielleicht jetzt nicht 2020, aber bis 2019 jedes Jahr neue Steuereinnahmerekorde. Und die Leistung, die der Staat dem Bürger gegenüber bringt, steigt nicht im gleichen Maße. Sie mag an der einen oder anderen Stelle steigen. Schaue ich mir unsere Straßen an, dann sinkt die Leistung. Einwandfrei, ne? Also das wird zur Schlaglochpiste, man kann es kaum glauben. Überall arbeiten die Leute, aber die Baustellen werden nicht fertig. Eine Baustelle, 2-3 Jahre Bauzeit, durchaus üblich. Es war früher schneller fertig und vor allem andere Volkswirtschaften sind schneller fertig als wir. Da sieht man diese Hyperbürokratisierung, die gegenseitige Lähmung, 100.000 Paragraphen, die man da erfüllen muss und zwischendrin immer wieder ein Gutachter, der guckt, ob alles in Ordnung ist. Also alles das geht in die Inflation ein und da verbirgt sich hinter diesem Staat eine ganz, ganz heftige Inflation für den Bürger. Er hat früher mehr bekommen, ne? Bildungssystem, er muss jetzt auch einmal Geld ausgeben für Privatschulen, die er früher nicht ausgeben musste, für Nachhilfeunterricht, die er früher nicht ausgeben musste. Alles das ist Inflation, die da passiert. So, jetzt schauen wir uns auf der anderen Seite noch an, wie die Vermögen der Menschen sich entwickeln. Und zwar sehen wir durch diese Inflation eine Abnahme der reellen Stundenlöhne, die die Menschen eingefahren haben. Liegt auch daran, dass im Prinzip der Staat durch die kalte Progression vom Bürger immer mehr Steuern haben will. Es gibt eine Inflation, Preise, Einkommen steigt um 2%, Preise steigen um 2%, Einkommen steigt um 2%, aber mit den 2% mehr Einkommen rutscht man in eine höhere Steuer rein. Und muss davon jetzt dem Staat schon wieder was abdrücken, sodass am Ende die Stundenlöhne sinken, die reellen, nach Inflation. Und zwar, sodass wir seit 1999 ungefähr 30% der Stundenlöhne verloren haben. Das wird am Ende ein Stück weit kompensiert dadurch, dass mittlerweile dann bei Ehepaaren der zweite Partner dann jetzt mal einen Halbtagsjob zusätzlich annimmt. Also durch die höhere Anzahl an Jobs im Land wird das ein Stück weit kompensiert, aber die Stundenlöhne als solches sinken. Schauen wir uns auf der anderen Seite die Vermögen der Reichen an. Die steigen. Warum? Nun, weil diese ganzen Inflationsdinge im unteren Bereich für ihn weniger eine Rolle spielen, weil das ist, entschuldigen Sie, Peanuts, hat das mal so ein Bankvorstand genannt. Das war Hilmar Kopper, ne, bei der Deutschen Bank, zu den Verlusten vom
dem Baulöwen Schneider, glaube ich, da hat er es gesagt. Und die Unternehmen, vor allem in Aktien und in Immobilien, dann ihre, nicht die Unternehmen, die Unternehmer oder die wohlhabenden Menschen in Aktien und Immobilien ihre Gelder anlegen und die sind in der Inflation mit drin und da schießen die Preise hoch. Das heißt, der das Geld hat und seinen Aktienstock hat, der das Geld hat und seine Immobilie hat, der profitiert von dieser aktuellen Inflation und der das nicht hat, sondern das erleiden muss mit den Verbraucherpreisen, die steigen, da geht es abwärts. Und damit klafft nun die Schere zwischen Arm und Reich stärker auseinander. So, will man das eigentlich für eine harmonische Gesellschaft nicht? Das will auch ein Libertärer, ein Liberaler will das nicht. Das wollen diese sogenannten Neoliberalen. Der Begriff neoliberal ist in sich falsch, weil es mit liberal nichts zu tun hat, sondern es hat was mit Oligarchie, Kleptokratie, Plutokratie, Parteienherrschaft und so weiter. Damit hat das was zu tun. Mit liberal hat das nichts zu tun. Das ist hier eine Wortverschiebung, so wie früher der Gutmensch wirklich was Gutes machte. Und heute ist der Gutmensch so gut gemeint, aber schlecht gemacht. Ne? Auch da gibt es eine Wortverschiebung. Und so ist das neoliberal praktisch jetzt in dieses kleptokratische abgedriftet. So, und was macht jetzt im Prinzip eine rote Politik? Eine rote Politik verteilt jetzt um. Nimmt Steuern von oben und gibt sie nach unten, weil das muss ja gerecht zugehen. So, und was passiert jetzt mit dieser Steuerverteilung? Die frustriert die Leistungsträger, die sich auch was erarbeitet haben und die wandern ab. Ich habe letztlich hier ein Video über Auswandern gedreht. Ich hoffe, das kommt vorher, sonst wenn ich das andere vorher bringe, dann schauen Sie, warten Sie drauf, das kommt schon noch. Die Leistungsträger wandern ab, wie wir es in Deutschland deutlich sehen können. Die Leute sind nicht mehr bereit, hohe Leistung zu bringen und dafür zwar hohes Gehalt, aber wenig netto, weil sehr viel der Staat davon nimmt. Und je mehr dann umverteilt wird, umso saurer werden die. Dann fangen die A an, weniger zu arbeiten, stundenmäßig, was ein deutlicher Trend momentan bei der Jugend ist, weil sie sagen, rentiert es sowieso nicht. Und sie wandern ab. Frankreich ist da schon ein Riesenschritt weiter, ein Land, das es hinter sich hat. Frankreich verliert jedes Jahr über 10.000 Millionäre aus Paris heraus. Deutschland war so, die letzten Zahlen, die ich gelesen hatte, waren 6.000, die da jedes Jahr an Millionären verschwinden. So, die sind dann frustriert. Also, wenn die nicht weggehen sollen, müssen wir sie einsperren. Das ist übrigens typische Art und Weise, wie Sozialisten und Kommunisten dann auf solche Bedrohungen, siehe DDR, reagieren, ne? Einsperren. So, aber jetzt wird umverteilt nach unten und da die Leute weniger leistungsbereit sind, weil sie nicht selbstlos oder für den Staat schaffen, sondern es muss auch bei ihnen ankommen, nimmt die Wirtschaftsleistung ab. Oder sagen wir, das Wirtschaftswachstum nimmt ab. Und wir können ganz schön und sehr deutlich in Deutschland sehen, wie wir über die letzten Jahrzehnte einen wirklichen Abfall der Wirtschaftsleistung, des Wirtschaftswachstums bei uns sehen. Und wir nähern uns sehr, sehr stark der Nulllinie. Gut, 2020 lagen wir schon deutlich drunter. Wie es 2021 wird, wissen wir noch nicht. Wir haben mit Sicherheit einen Totalausfall von Gastronomie, Raststätten, Tourismus, Gewerbe, was ich so auf 15-20% der Gesamtleistung von uns sehe. Ob die anderen das mit ihrem Export, mit ihrer Fertigungsindustrie wieder aufholen können, ich habe meine Zweifel, dass ich mir also gut vorstellen kann, dass wir 2 Jahre 2020 und 2021 in Folge sogar eine abnehmende Wirtschaftsleistung sehen. Und dann muss natürlich durch die steigende Inflation, durch das Geld, durch die M1-Geldmenge, die im Markt da ist, muss stärker umverteilt werden. Und die ganzen Dinge, die umverteilt werden sollen, liegen ja schon auf dem Papier. Vermögensschnitt, Lastenausgleich, Vermögensteuer, höherer Spitzensteuersatz, all diese Dinge sind alle von Rot-Rot-Grün tituliert und wird dazu führen, dass die Wirtschaftsleistung noch stärker sinkt, weil die Leute halt noch weniger bereit sind, dann zu tun. Und dann kommen wir in einen Zustand ohne Wachstum, wo nur umverteilt wird. Und das ist tiefste rot-grüne Philosophie, dass das, was der eine verdient, dem anderen weggenommen wurde.
Wir haben ein Nullsummenspiel. Das, was die einen verdienen, kriegen die anderen verteilt. Und in Summe wächst nichts mehr. Das ist etwas, was tiefste grünste Philosophie ist. Wir dürfen kein Wachstum mehr haben. Und damit kommen wir automatisch zum Sozialismus, zur Umverteilung von oben nach unten. Viel wichtiger wäre es, Wachstum zu haben. Das muss jetzt nicht mehr Kunststoffmüll und so weiter bedeuten. Das sollte zum Beispiel bedeuten, mein bestes Beispiel ist, Sie kriegen nicht eine Schraube in die Hüfte und einen Stock, sondern Sie kriegen eine High-End-Titanprothese da rein. Das ist auch Wachstum. Oder Sie haben nicht mehr einen Monokel, sondern Sie haben eine dynamische Gleitsichtbrille, die phototrophe Gläser hat, automatisch dunkler wird. Ja, all das ist Leistung, ist Wachstum. Das brauchen wir, das müssen wir haben. Oder nicht mehr industriell hergestellte Nahrung, sondern individuell hergestellte, hochwertige Nahrung. Auch das ist Wachstum. Also das brauchen wir alles. Und dann, wenn dieses Wachstum da ist, dann wachsen beide. Dann macht es Sinn, für den einen mehr zu tun, weil er aus dem Wachstum was hat. Und wir können uns eine gewisse Umverteilung leisten, dass der untere mitkommt. Dem ganz konträr gegenüber steht die Philosophie von den Rot-Grünen. Jetzt zuerst mal kommt die rote Philosophie. Wir machen Schulden, zahlen das an die Armen und nachher müssen es die Reichen mit den Steuern bezahlen. Das ist so mal die Grundphilosophie von allen Grünen, von allen Roten. Und bei den Grünen kommt es jetzt, schauen Sie mal das Parteiprogramm an, da wird jetzt ein Plan geschmiedet, wie 5 Billionen in die Ökologie gesteckt werden. Und das soll von den Reichen genommen werden. Also auch hier wieder Umverteilung und nicht Wachstum. Und am Ende bedeutet das, wann immer wir Schulden machen, wann immer unsere Geldmenge exponentiell wächst, führt das am Ende zur Ungleichheit oder zum Sozialismus/Kommunismus und dann, wenn die Leute weg wollen, die Leute sich verweigern, zu Zwangsmaßnahmen, zum Arbeitslager und nachher zu Schüssen an den Mauern. Das ist ein ursächlicher Zusammenhang. Drücken Sie Geld im Überfluss mehr, als das Wirtschaftswachstum erfordert. Wenn Sie eine wachsende Wirtschaft haben, braucht die Wirtschaft mehr Geld. Wenn Sie 3% Wirtschaftswachstum haben, darf Ihre Geldmenge um 3% wachsen. Das ist gesund. Das brauchen wir, weil sich das im Prinzip auswächst. Das braucht es. Wenn Sie aber hingehen und haben ein Wirtschaftswachstum von 0,7%, und haben ein Geldmengenwachstum von 80% oder jetzt 20% im aktuellen Jahr. Allerdings haben wir dann minus 8% oder 9% Wachstum bzw. Schrumpfung. Dann klafft das um zig Prozente auseinander und führt zu einem Auseinanderklaffen von Arm und Reich und letzten Endes zum Sozialismus. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte. Und der Sozialismus wird dann zu Zwangsmaßnahmen führen. Und wer jetzt hier zuschaut und sagt, ich mag meinen Sozialismus, Karl Marx, wunderbar, toller Mann gewesen, und wir haben es alle bloß noch nicht probiert, dem sei gesagt, ohne Zwangsmaßnahmen wird diese Umverteilung nicht funktionieren. Und mit Zwangsmaßnahmen werden die Leute ihre Leistung zurücknehmen. Also egal, was sie tun, dieses Hypergelddrucken, und sei es in Umverteilung, sei es in die Umwelt zu stecken, führt definitiv einwandfrei in den Sozialismus und nachher in den Kommunismus und zum Schlechtesten für den Menschen. Wir müssen einen Blick nach Venezuela werfen. Das reichste Land in Südamerika waren die. Und mittlerweile sind von der Bevölkerung 20%, 25%, nein, 5 Millionen von paar 30 Millionen, 15-17% sind aus dem Land schon geflüchtet. Die mussten weg. Das reichste Land in Südamerika, die größten Ölvorkommen der Welt, mehr als Saudi-Arabien. Im tiefsten Sozialismus, Kommunismus mit Zwangsmaßnahmen, mit Mord und Totschlag abgestürzt. So. Wenn wir unsere Geldmenge, das Gelddrucken in der EU nicht unter Kontrolle bekommen, schaut es nicht wirklich gut aus. Da müssen wir die Fahne der Freiheit hier wirklich hochhalten und diese Zusammenhänge, die absolut schlüssig sind, müssen wir berücksichtigen, müssen wir den Leuten im Prinzip weitergeben. Die Umverteilung ist viel zu kurz gedacht.
Da ist zu wenig wirtschaftliches Wissen in der Bevölkerung enthalten. So, darüber denken Sie mal nach. Schauen Sie im Anschluss das Video vom Dr. Israel an. Ist ein bisschen, wie gesagt, langatmig, wissenschaftlich, aber hat Tiefgang ohne Ende. Herzlichen Dank fürs Zuschauen.